Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video und heute heißt es Vergleichstest. Wir wollen einmal den VW Caddy gegen den Opel Combo live antreten lassen. Und vielleicht wird sich der ein oder andere gleich wundern, was hat der Opel denn für ein komisches Kennzeichen? Das hier ist aktuell mein Privatwagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nutzen wir doch mal die Chance und lassen mal den Opel, also meinen Privatwagen, gegen den Pressewagen hier so ein bisschen antreten. Im Antriebskapitel werde ich die beiden aber heute nicht miteinander vergleichen. Das liegt ganz einfach daran, hier ist ein Benziner unter der Haube und hier ein Dieselantrieb. Das bedeutet, wir wollen aber lediglich herausfinden, wo sind die Platzunterschiede? Wer ist das familientauglichere Fahrzeug? Wer ist vielleicht das hochwertigere Fahrzeug? Wer fährt sich komfortabler? Genau diese Punkte soll dieses Video heute einfach mal klären und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und euch dieses anschaut. Sollte ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses tut und damit meine Arbeit hier honoriert mit einem Like, der dafür, dass der Algorithmus verbessert wird, und mit dem Kommentar unten können wir dann im Anschluss an dieses Video in den Austausch gehen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Videovergleich zwischen VW Caddy und Opel Combo Live. Schauen wir uns die zwei Derivate hier einmal genauer an, und zwar zunächst von außen. Alles, was übrigens auf den Opel Combo zutrifft, trifft auch auf die Derivate vom PSA bzw. den Kooperationspartner Toyota zu. Das heißt den Peugeot Rifter, den Citroën Berlingo oder aber den Toyota ProAce City Verso. So, der Caddy ist 4,50 Meter lang, baut 1,81 Meter hoch und ist 2,10 Meter breit. Beim Combo sieht es so aus, der ist 4,40 Meter lang, also 10 cm kürzer, baut aber 3 cm höher, also 1,84 und ist identisch 2,10 Meter breit, inklusive ausgeklappter Außenspiegel. Was mir auffällt, die Front beim Combo hier baut deutlich höher als beim Caddy. Der Caddy ist da deutlich flacher, hat eher so eine PKW-ähnlichere Front, wie ich finde. Vom äußeren Erscheinungsbild wirkt der Caddy etwas freundlicher, der Opel merklich biederer. Der Opel hat auch riesige Scheinwerfer, aber nur Halogen-Abblendlicht, während der Caddy mit LED-Licht daherkommt und optional sogar mit einem Abbiegelicht ausgestattet werden kann. Das finde ich sogar sehr positiv und das ist einer der größten Mankos, den diese PSA-Drillinge bzw. Vierlinge haben, dass hier nicht ein besseres Lichtsystem verbaut werden kann. Zudem fällt auf, dass der Combo einen etwas höher aufbauenden Außenspiegel hat. Die Rücksicht in den Außenspiegeln ist zwar gut, wenn man aber dann den Caddy kennt, der den voluminöseren Spiegel hat, dann ist der Caddy in der Rundumsicht auch noch mal deutlich besser. Bei den Fensterflächen, da würde ich mal sagen, könnt ihr sehen, da nehmen sie sich nichts. Der Caddy hat offensichtlich zwar größere Fenster im Fond, hat aber im Gegensatz zum Opel keine zu öffnenden Seitenfenster im Fond. Das ist beim Opel der Fall. Die Fenster können versenkt werden. Beide Fahrzeuge kommen mit einer Dachreling daher. Beide gibt es optional mit einem
Glaspanoramadach, was nicht zu öffnen ist. Und jetzt würde ich aber mal viel mehr sagen, wir schauen uns jetzt eher den Kofferraum der beiden an, denn das ist natürlich am interessantesten, was geht rein. Die Kofferräume von beiden, wie wir sehen, komplett steiler Heckabschluss, hier sind wir uns komplett einig. Beim Caddy aber fallen diese Voll-LED-Rücklichter auf, die so ein bisschen spaciger, moderner daherkommen als diese ja, halogen beleuchteten, biederen, kleineren Rückleuchten des Kombos. Wir öffnen mal die beiden Heckklappen, fangen wir mal beim Caddy an und dann kommen wir hier gleich zum Kombo noch. Was fällt uns denn hier als erstes auf? Ja, also wenn ich hier stehe, habe ich genügend Platz, gehe ich aber hier unter den Caddy, huhu, da ist nochmal deutlich mehr Platz, wenn man sich das mal anschaut. Also wer über 2 Meter groß ist, wird hier gut stehen können oder sich da gerne mal den Kopf anhauen. Fangen wir aber einfach mal mit dem Opel Combo an. Was haben wir denn hier? Wie praktisch ist er denn? Zunächst einmal sehen wir, dass wir eine niedrige Ladekante haben. Immer noch unter Kniehöhe ist es bei mir. Dann geht es aber hier nach oben. Dann ist der Ladeboden doch relativ hoch gestaltet. Also wir müssen hier immer noch ein bisschen Stück überbrücken. Dann haben wir hier so ein paar Einsätze. Die sind aber dafür da, denn der Wagen ist ursprünglich als 7-Sitzer hier ausgeliefert worden. Die Sitze habe ich nur ausgebaut, weil bei so einem kurzen Radstand, meinen Augen, bringt das jetzt nicht allzu viel. Da haben wir hier eine sehr solide Hutablage. Die können wir auch entsprechend aufstellen zum Beispiel oder dann komplett demontieren. Das ist wirklich ein robustes Teilchen, das muss man mal sagen. Können wir mal hier so ans Auto stellen, dann steht es nicht im Weg. Und dann sehen wir auch schon hier 3 Einzelsitze. Wir haben hier die Möglichkeit, auch unser Laderaumabdeckung hier unten noch mal einzulegen. Das heißt also, wenn wir dann was ja, mehr oder was Schwereres oben drauf legen wollen, bis zu 25 Kilo verträgt übrigens diese Hutablage. Nur zur Info, hier sehen wir auch die Gurte für die Reihe 3. Die können wir dann auch hier gut unterbringen, dass die uns nicht im Weg rumgehen. Das finde ich sehr praktisch. Wir haben auch hier 2 Becherhalter für die jeweiligen Personen in der 3. Sitzreihe und einen 12-Volt-Anschluss. Dann eine kleine Ablagemöglichkeit hier in der Seitenverkleidung. Von der Innenraumbreite haben wir 1,15, was wir hier nutzen können. Und die gesamte Ladehöhe hier ist 1,12 Meter. Dann lege ich mal die Rücksitze um. Da schauen wir dann mal die Platzverhältnisse da an. Das können wir hier eben, wie gesagt, mit den Einzelsitzen mal zu Demonstrationszwecken machen. Und da sehen wir auch schon, wirklich eben ist das Ganze hier nicht. Das muss man sagen. Hier ist eine ordentliche Stufe drinnen, bevor es dann hier hintergeht. 2126 Liter ist das Gesamtstauraumvolumen, das der Opel Combo in der Kurzversion uns bietet. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, der Caddy kann das vielleicht sogar noch besser. Und dann gehen wir mal rüber gleich zum Caddy. Und da sehen wir auch schon den deutlichen Unterschied. Während die Ladekante zwar ungefähr gleich hoch ist, haben wir hier aber nicht einen höheren Laderaumboden. Diese spielt der Caddy auch perfekt aus, nämlich in einer deutlich höheren Laderaumnutzung. Wir haben hier 1,20 Meter Bauraumhöhe zur Verfügung, wo wir Ladung unterbringen können. Auch ist der Laderaum deutlich breiter mit 1,19 Meter als im Caddy. Das heißt, da haben wir schon mal deutlich mehr Platz. Wir haben hier aber ein Gepäckraum Rollo zum Beispiel untergebracht. Das ist aber wirklich gut gemacht. Das ist auch solide, aber hält halt nicht so viel aus. Da kann man halt jetzt nichts drauflegen, sondern höchstens halt einfach nur mal eine Jacke oder ähnliches. Aber belastbar ist das halt nicht. Dafür aber auch
entsprechend herausnehmbar. Jetzt tun wir dieses Mal machen, legen das auch mal hier auf die Seite und dann sehen wir schon, was der Caddy für einen kleinen Nachteil hat, nämlich keine drei Einzelsitze, sondern der hat eine Bank auf der linken Seite, eine Zweierbank, und auf der rechten Seite haben wir dann einen Einzelsitz. Bevor wir aber gleich mal gucken, wie viel da reingeht, schauen wir noch mal kurz hier in den Innenraum hinein, also in den Kofferraum hinein. Hier ein großes Ablagefach, was uns hier zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite einmal eine LED-Lampe und ein 12-Volt-Anschluss ebenfalls, sowie drei Taschenhaken, die wir haben. Wie auch beim Opel, das hatte ich vergessen euch zu zeigen, gibt es auch hier Verzurösen. Die sind aber wertiger gemacht als im Opel. Beim Opel sind die dann ja nicht mit Verzinken oder mit Edelstahlschrauben, sondern halt normalen Schrauben versehen. Das heißt, der Caddy hat da doch etwas wertigere Materialien verbaut. Schauen wir mal hier hinein, und wenn wir jetzt hier ziehen, dann fällt diese Bank ja als erstes auf, dass das doch mal eben deutlich höher ist. Aber wir können beim Caddy die Sitze aufstellen, das heißt, wir können hier schon mal rein, und es gibt sogar noch die Möglichkeit, diesen Sitz hier dann auszubauen. Ja? Also die Möglichkeit besteht dann auch noch, dass wir dann den Sitz hier komplett rausnehmen. Und wenn wir den rausnehmen, dann haben wir natürlich einen komplett ebenen Laderaumboden. Und damit ist der Caddy auch deutlich besser geeignet für den Transport von Fahrrädern oder Ähnlichem. Wenn das Ganze ausgebaut wird, kann man ihn sogar ideal gleich als Camper nehmen. Da muss man nicht mehr viel hermachen. Das ist eben beim Opel so nicht möglich. 2556 Liter insgesamt Stauraum und damit 430 Liter Gesamt. Volumen mehr als beim Opel hat der Caddy, und das eben einfach, der Caddy nutzt seine Außenlänge von 10 cm mehr gegenüber dem Opel perfekt im Innenraum aus und im Kofferraum. Also jetzt schauen wir aber mal, was die Rücksitze machen, wenn sie denn in ihrer Funktion benutzt werden. Bevor wir jetzt die Innenräume noch mal anschauen, möchte ich euch noch eins zeigen, und zwar das Thema Schiebetüren. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig hier bei den beiden Hochdachkombis. Nämlich, fangen wir mit dem Opel einfach mal an. Zunächst einmal, wir sehen, dass diese Schiene hier komplett verdeckt ist. Die ist in die Karosserie schön eingelassen. Da steht nichts hervor. Wirkt einfach etwas eleganter. Machen wir diese Tür einmal auf. Dann haben wir hier beim Opel Combo einen Türausschnitt von 66 cm. Und wenn wir jetzt rübergehen zum Caddy, dann fällt zunächst einmal auf, dass die Tür hier deutlich leichtgängiger auf der herausstehenden Schiene läuft und einen deutlich größeren Zustieg bietet, und zwar 70 cm Zustiegsbreite. Als erstes schauen wir uns jetzt aber mal die Platzverhältnisse hier im Caddy an. Wie erwähnt, dadurch, dass der Türausschnitt hier etwas größer ist, steigt man hier auch angenehmer ein in den Caddy. Die Tür lässt sich wunderbar leicht schließen. Es gibt sogar hier eine Servoschließung im Caddy optional für die Seitenschiebetüren und für die Heckklappe. Ich sitze hier wie immer hinter meinem imaginären Ich mit 1,78, habe genügend Kniefreiheit hier, trotz der hier montierten Tische an der Vordersitzlehne. Kopffreiheit ist in Hochdachkombis ja grundsätzlich gar kein Problem, da ist mehr als ausreichend vorhanden. Hier haben wir sogar das Glas-Panoramadach verbaut, welches nicht nur extrem viel Licht hier im Innenraum lässt, sondern auch keinen Schwebehimmel besitzt. Das ist auch nicht benötigt, denn wir haben hier wärmedämmendes Glas, was sowohl die Wärme von außen etwas abhält und als auch die Wärme im Innenraum hält im Winter, dass die nicht zu schnell entfleucht. Der Ausblick hier aus der Scheibe, Seitenscheibe ist wirklich gut. Wie schon erwähnt, leider lassen sich die Fenster hier nicht öffnen. Das finde ich schade. Es gibt auch keine Option, dass wir hier ein Schiebefenster oder einfach eine elektrisch öffnende Scheibe bekommen. Dafür aber sitzt es sich hier etwas angenehmer als vielleicht im Caddy. Dadurch auch, dass der Arm hier so ein bisschen in dieser Türverkleidung lehnen und ausruhen kann. Wir haben hier einen Kleiderhaken, wir haben aber keinen Haltegriff hier oben. Dafür aber eben die Positionen für das Trennnetz hinter der ersten Sitzreihe. LED-Leseleuchten gibt es hier und eine Kopfstütze, die sehr weit ausziehbar ist, sodass man da auch genügend Unterstützung bekommt.
Unterstützung ist das nächste Thema, nämlich die Sitzbank. Wir haben hier keine drei Einzelsitze, sondern wir haben eine Zweierbank hier auf der linken Seite und einen Einzelsitz auf der rechten Seite. Und wir haben auch nur zwei Isofix-Möglichkeiten hier auf der Rückbank, und nämlich an den Außenpositionen. Die Isofix-Haken verstecken sich hier hinter einem Reißverschluss. Den einfach aufzumachen, da ist dann der Schaumstoff ausgeschnitten und da findet man dann auch den Haken. Großer Vorteil ist, dass diese Rücksitzlehnen hier sich in der Neigung verstellen lassen, wenn man denn die Schlaufe dazu findet. Hier ist sie, die kräftig zieht, und dann lässt sich diese Lehne hier wunderbar in der Neigung verstellen, sodass man da auch schnell eine angenehme Sitzposition findet. Das Polster ist sehr straff, aber auch wirklich gut gepolstert. Wir sitzen so leicht in Kinomanier, leicht erhöht hinter dem Fahrersitz. Wir haben hier auch noch Ablagetaschen in der Fahrersitzlehne. Dann, wie gesagt, einen sehr robusten Tisch, den wir hier haben, wo man wirklich was ablegen kann, wo man sich auch mal kurz so ein bisschen aufstützen kann. Also der hält wirklich was auf. Entschuldigung, und dann haben wir hier noch eine große Tasche, da passt ein Tablet rein. Frischluft gibt es durch die Luftausströmer hier. Zwei USB-C-Anschlüsse sorgen für Strom der Geräte und eine optionale 230 Volt Steckdose ist hier unten auch noch angebracht. Und jetzt springen wir direkt in den Opel Combo. Wie schon erwähnt, beim Combo ist der Türausschnitt etwas schmaler. Das sieht man auch schon, wenn man mich mal anschaut. Der Zustieg ebenfalls leicht erhöht. Und die Schiebetür, die hängt deutlich fester. Also da merkt man, da braucht es schon viel mehr Kraft, diese Schiebetür zu schließen. Und dann sitze ich jetzt hier wieder hinter meinem imaginären Ich. Der Sitz ebenfalls wieder auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Ich sitze hier deutlich enger. Also das merke ich auf alle Fälle. Ich kuschel schon hier mit der Tür, was ich im Caddy jetzt nicht getan habe. Ich habe hier auch nicht so viel Platz, meinen Arm in diese Türverkleidung unterzubringen. Den müsste ich dann eher hier oben ablegen. Hier ist dann auch der Taster für das elektrische Fenster an der Seite. Bei den Platzverhältnissen für meine Füße sieht es so aus, dass der Sitz zwar recht hoch montiert ist, ich jetzt nicht so stark erhöht hinter dem Fahrersitz sitze, der aber hier ein relativ breites Polster aufbaut und somit auch schon die Sicht so ein bisschen einschränkt. Zudem ist dieser Sitz hier unten, wenn wir mal auf diese Sitzschienen gehen, stehen diese Sitzschienen hier deutlich mehr im Weg und sind auch schmaler. Also da sitze ich dann immer so ein bisschen komisch, weil ich hier mit dem linken Fuß dann doch gegen diese Sitzschiene treffe. Also es sitzt sich hier etwas schmaler. Aber woran liegt das? Das liegt zum einen auch daran, dass der Combo hier insgesamt scheinbar ein bisschen schmal ist, aber auch an diesen drei Einzelsitzen. Wir haben nämlich hier beim Combo drei Einzelsitze verbaut, die auch dafür sorgen, dass wir dreimal Isofix hier an der, im Fond haben, in der zweiten Reihe. Und da ist das Isofix dann ebenfalls hier ganz normal, wenn man dann den Reißverschluss findet, dann kann man auch diesen öffnen. Und auch hier ist der Haken gut zugänglich für die Kindersitzbefestigung. Die Kopfstütze hier lässt sich auch ausreichend weit nach außen ziehen. Und Kopffreiheit ist hier auch genügend vorhanden. Wir haben zwar jetzt hier kein Glas-Panoramadach verbaut, aber dennoch fühlt es sich hier immer noch luftig obenrum an. Wenn wir dann den Tisch hier aufklappen, dann sehen wir, das ist schon eine ganz andere Konstruktion, denn da, wenn ich mich drauf lehne, dann klappt der auch wieder runter. Also da ist ein bisschen weniger Stabilität gegeben. Der ist auch deutlich schmaler, der kleine Tisch hier, und bietet auch nicht die Möglichkeit, da nochmal irgendwas abzulegen, dass es einem verrutscht. Dann haben wir auch nur hier eine Sitztasche, wo man dann ein Tablet gut unterbringt, und hier in der Mittelkonsole sehen wir keine Luftausströmer, kein USB-Anschluss und auch keine 12-Volt-Steckdose. Also das ist schon ein deutlicher Manko. Dafür gibt es aber hier einen soliden Haltegriff. Leseleuchten kennt der Opel Combo hier ebenfalls nicht. Und jetzt springen wir beim Opel Combo erstmal in die erste Sitzreihe, bevor wir wieder zurück zum Caddy gehen.
Vorne im Opel Combo sitzt es sich durchaus angenehm. Wir sitzen sehr erhöht, haben hier eine gute Rundumsicht über die Frontpartie, aber auch über die Seitenpartie. Selbst die A-Säule, die hier vorne sich weit reicht, ist eigentlich nie ein großes Hindernis, wenn man den Wagen fährt im Alltag. Was kommt zum Sitz zu sagen, fällt mir als erstes auf. Der Sitz hat eine kleine Fehlkonstruktion in meinen Augen. Und zwar das Sitzkissen fällt leicht nach vorne hin ab. Das merkt man besonders stark, wenn man dann auch noch in den Caddy geht. Aber dazu kommen wir dann gleich. Also der Sitz fällt nach vorne hin so ein bisschen ab und das merkt man nach einer gewissen Zeit, dass hier die Unterstützung der Schenkel einfach fehlt. Das ist wirklich unschön gelöst und sorgt auch für einen deutlich eingeschränkten Langstreckenkomfort. Ansonsten ist nämlich der Sitz breit gepolstert, man sitzt hier gut drinnen. Seitenhalt gibt es jetzt zwar nicht wirklich, weil die eben nicht entsprechend konturiert sind, aber es ist ja auch kein Rennwagen, so ein Hochdachkombi. Da geht es eher darum, dass man praktisch und oder respektive gut und bequem sitzt. Dafür gibt es dann auch hier eine Armlehne pro Sitz vorne. Die ist soweit okay, aber auch hier merkt man so ein bisschen, wenn man dann so ein bisschen breit hängt, hängt man dann hier immer auf dieser Kante. Auch nicht wirklich ideal oder bequem. Also das geht auch sicherlich etwas besser. Nächster kleiner Nachteil ist, der Beifahrersitz hier ist nicht in der Höhe verstellbar und bietet auch keine Isofix-Verankerungen, die ich mir oft als Vater gewünscht hätte, dass man doch mal das Kind hier vorne noch unterbringen kann. Dafür ist der Sitz komplett umlegbar und ermöglicht damit ein Durchladen bis hier vorne, wenn man denn wirklich lange Gegenstände einladen möchte. Und jetzt schauen wir in den Caddy. Der Umstieg in den Caddy fällt einem echt verdammt leicht und wenn man auch direkt umsteigt, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Das muss man mal ganz klar sagen. Das hier ist schlicht und ergreifend ein echter PKW-Sitz, den wir hier drinnen haben. Und zwar ein Ergo-Komfortsitz. Das ist zwar schon ein aufgerüsteter, optionaler Sitz. Den würde ich mir bei Opel sogar wünschen, denn Opel bietet ja AGR-Sitze an. Warum nicht im Kombo? Liebe Rüsselsheimer, denkt doch mal daran, in der Modellpflege da nochmal nachzubessern. Hier sitze ich, wie gesagt, auf einem Ergo-Komfortsitz. Der kostet zwar einen geringen Aufpreis, aber den solltet ihr definitiv investieren, denn der ist wirklich toll konturiert, bietet eine ausziehbare Schenkelauflage, eine elektrische Lordosenstütze und ist absolut langstreckentauglich. Auch das Sitzkissen vorne lässt sich in der Höhe einstellen. Also genau so, wie man es sich wünscht. Absolut 1A Volkswagen, 100 Punkte in dem Fall, ganz klar getroffen. Ihr könnt auch diesen Ergo-Komfortsitz für den Beifahrersitz nehmen. Hier ist aber der Standardsitz verbaut und auch der ist eben deutlich besser als der von Opel. Wir haben hier ein großes Sitzkissen, straffe Polsterung und weil uns hinten ein Isofix-Haken fehlt, gibt es ihn hier auf dem Beifahrersitz. Da haben wir die Isofix-Haken, der Top-Tieter ist auf der Rückseite. Die Rücksitzlehne ist auch komplett umlegbar, damit wir lange Gegenstände durchladen können. Er hat sogar eine Lordosenstütze und, das ist der große Vorteil, der Beifahrersitz ist höhenverstellbar. Und ein weiterer Punkt, der höhenverstellbar ist, die Gurte hier im Caddy sind höhenverstellbar. Das ist im Opel nämlich auch nicht der Fall. Dafür die Kopfstütze lässt sich ebenfalls in der Höhe wunderbar einstellen. Kopffreiheit sowieso en masse. Und wenn wir jetzt auch nochmal nach vorne schauen, hier haben wir nicht so eine große Fensterfläche wie beim Combo. Das hier ist schon etwas massiger, also dieses kleine Gucklochfenster da unten, das hätte man sich, glaube ich, irgendwie sparen können, meiner Meinung nach. Soll das Ganze vielleicht einfach auch auflockern, aber dennoch auch hier die A-Säule stört nie während des Fahrbetriebs. Für den Fahrbetrieb wichtig ist natürlich auch der Innenraum und vor allem die Gestaltung dieses Innenraums. Und da schauen wir einfach mal so ganz grob hier rüber. Das fällt schon auf, dass das hier sehr PKW-like ist, was Volkswagen-Nutzfahrzeuge hier für den Caddy parat hält. Wir haben hier oben große Ablagefächer, die offen sind. Da können wir auch genügend Staumaterial unterbringen. Bei den Materialien, das ist alles sehr, sehr robust, ist jetzt auch nicht unterschäumt, wirkt aber sehr
wertig insgesamt gemacht und auch wirklich sauber verarbeitet. Hier ist nichts unentgratet an Kunststoffen oder ähnlichen, also wirklich sehr solide gemacht. Dann der Blick des Fahrers fällt hier gleich auf dieses Instrumentencluster. Das ist dieses Virtual Cockpit, was hier verbaut ist, oder InnoVision Cockpit wird sogar bei Volkswagen genannt. Das ist aber komplett optional. Serie sind analoge Kombi-Instrumente und ein 6,5 Zoll Mediabildschirm. Wenn ihr wissen wollt, wie die analogen Kombi-Instrumente im Caddy ausschauen, dann schaut einfach mal das Caddy Cargo Video an. Da ist das Ganze dann einmal abgebildet. Wie gesagt, wir haben hier die Vollausstattung drinnen. Einmal einen 10 Zoll Bildschirm für das Kombi-Instrument, das digital aufgelöst, wirklich hervorragend aufgelöst ist, eine hohe Anzeigevielfalt bietet und wir auch verschiedene Ansichten über die View-Taste uns abrufen können. Einmal die Kartenansicht, dann die Assistenzansicht oder eben die klassischen Rundtuben. Dann beim Multifunktionslenkrad die Bedienung des Bordcomputers haben wir hier auf der rechten Seite. Wir können sogar den Inhalt der jeweiligen Tuben rechts oder links entsprechend anpassen, wie wir dieses möchten. Links, so kennen wir es auch schon aus den Pkw-Modellen, haben wir die Licht- und Sichtinsel mit touchsensiblen Flächen. Wir haben aber hier sogar einen großen Vorteil im Caddy. Wir haben eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten drinnen. Die würde ich euch ganz klar empfehlen, denn Eiskratzen bei diesen großen Windschutzscheiben ist echt ein lästiges Thema. Dann in der Mittelkonsole haben wir ein 10 Zoll Bildschirm aufgesetzt und durch diese schwarzen Kunststoffelemente mit dem Kombi-Instrument gefühlt optisch verbunden. Wie von den Pkw-Modellen bekannt, haben wir hier unten eine Touchbar, womit wir dann entsprechend so ein bisschen per Touch-Funktion oder sliden können. Leider ist diese Touch- und Slidebar nicht beleuchtet in der Nacht. Immer noch eines der größten Mankos, die dieses System mit sich bringt. Die Auflösung ist sehr gut. Wir können die einzelnen Kacheln hier wunderbar uns entsprechend so anpassen, wie wir es wollen. Hier gibt es einen schönen Homescreen mit der Übersicht der Karte, der Media-Ansicht und wir können auch hier direkt auf die Fahrzeugdaten zugreifen. Wir haben hier auch einen Kurzzeitspeicher des Bordcomputers, das Langzeitspeicher oder sogar eben ab dem letzten Tanken. Fahrzeugeinstellungen können hier vorgenommen werden, so wie wir das wollen. Die Sitzheizung ist hier ebenfalls entweder hier über das Display abrufbar oder eben hier über dem Klimamenü. Das Klimamenü bietet uns die Möglichkeit, die klassische Funktionen, wo wir dann alles entsprechend selbst eingeben können, oder wir haben eine sogenannte Smart Climber, wo wir dann bestimmte Funktionen direkt abrufen können. Auch sehr wichtig und sehr, sehr gut hier gelöst, das Thema Aircare-System. Wenn wir da drauf drücken, dann wird der Innenraum pollen- und staubfrei quasi gemacht, sodass Allergiker hier deutlich angenehmer während der schlimmen Zeit durchatmen können. Und das kann ich definitiv nur bestätigen, das funktioniert hervorragend. Darunter eine kleine Touch-Einheit für die Direktzugriffe von Assistenz, Klima oder dem Parkmenü. Die Warnblinkantaste ist auch noch eine physische Taste, die hier untergebracht ist. Zwei Luftausströmer, die man einfach schließt, indem man die Regler in die Mitte schiebt. Darunter haben wir dann einen 12 Volt Bordanschluss für die Mittelkonsole, ein Ablagefach mit gummierter Fläche, sehr gut. Und darunter, unter dieser Klappe, ist dann die Induktivladefläche für das Smartphone, was dann auch blickdicht hier vom Fahrer abgelegt ist, sodass der auch nicht auf die Idee kommt, auf sein Smartphone zuzugreifen oder zu blicken. Zwei USB-C-Anschlüsse lassen dann die Stromversorgung des Smartphones nochmal sicherstellen oder aber von anderen Geräten. Apple CarPlay und Android Auto funktionieren hier übrigens kabellos. Dahinter haben wir dann die Steuerung für den Automatikhebel bzw. das Doppelkupplungsgetriebe, 7 Stufen by wire, das heißt elektronisch angesteuert. Die elektrische Parkbremse befindet sich hier mit Auto-Hold-Funktion, zwei Cupholder und eine Mittelarmlehne, die in der Höhe verstellbar ist und ein Ablagefach hier noch drinnen hat, sowie in der Höhe und in der Länge einstellbar ist. Ablagemöglichkeiten gibt es hier ohne Ende, auch wenn wir hier keine Dachkonsole haben. Dafür aber ein großes Handschuhfach, wo viel reinpasst.
oder aber die Türtafeln, die da dann auch noch genügend Stauraum bieten. So, und wir springen mal wieder vom VW in den Opel. Werfen wir einen ersten Blick hier in den Innenraum vom Opel Combo. Der Armaturenträger hier ist, würde ich sagen, etwas massiger gestaltet. Also es fühlt sich zumindest für mich so ein bisschen massiger an. Dafür habe ich aber auch eine sehr gute Rundumsicht. Hier ist sehr viel Armaturenträger quasi vor mir. Das fühlt sich eben nach weniger an im Caddy. Wenn wir aber mal schauen, wir haben hier natürlich deutlich mehr Ablagen. Hier sehen wir auch eher den Nutzfahrzeugcharakter nochmal rauskommen im Combo als im Caddy. Wir haben hier einen Becherhalter untergebracht. Wir haben hier eine schließbare Ablagemöglichkeit, wo alle möglichen Krimskrams reinpasst. Leider aber nicht gummiert. Also da klappert es dann ganz gerne mal drin. Hinter dem Mediabildschirm ist auch nochmal eine Ablage. Und wir haben hier ein zweigeteiltes Handschuhfach. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Hier unten passt ordentlich was rein. Da oben passt viel rein. Hier mal noch eine kleine Ablagemöglichkeit. Aber nirgendwo ist wirklich gummiertes Material eingelegt. Also da müsst ihr euch dann schon selber behelfen und irgendetwas hier hineinlegen. Der Blick beim Kombi-Instrument. Hier sehen wir noch klassische analoge Rundinstrumente, die hier wirklich hervorragend auch ablesbar sind und in meinen Augen jetzt digitalen Anzeigen nicht wirklich nachstehen. Im Gegenteil, ich finde, analoge Sachen haben immer noch ihren Charme und auch ihren Reiz voran, was es Übersichtlichkeit angeht. Wir haben ein kleines farbiges Bordcomputer-Menü hier untergebracht. Das wird über den Lenkstockhebel hier betätigt. Da können wir dann die einzelnen kurzen Anzeigemöglichkeiten durchgehen. Das ist natürlich nicht so anzeigereich wie etwa im Caddy, aber das reicht auch komplett. Es ist absolut funktional gestaltet. Wir haben hier an der Seite auch noch einen normalen Drehregler für die Lichtanlage oder Drückknöpfe für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Wir können auch hier das Ganze dann dimmen entsprechend oder aber die Leuchtweitenregulierung einstellen. Das Lenkrad, ein eher kleineres Lenkrad im Gegensatz zum Volkswagen. Es hat einen dünneren Kranz, aber ein sehr feines Leder. Das gefällt mir gut. Wir haben auch hier Schaltwippen hinter dem Lenkrad, weil wir auch hier ein Automatikfahrzeug haben. Wir haben hier einen Tempomaten, den wir einstellen können. Es gibt auch einen adaptiven Tempomaten, der ist aber jetzt hier in meinem Fahrzeug nicht verbaut. Auf der rechten Seite ist dann die Audiobedienung. Alles wirklich sehr übersichtlich. Das Lenkrad sogar unten abgeflacht. Also das passt einwandfrei. Auch die Lenkstockhebel sind gut zu bedienen. In der Mitte dann haben wir ein 8 Zoll großes Infotainment-System. Das ist ein freistehender Bildschirm, den wir hier haben. Der ist aber auch ordentlich aufgelöst. Lediglich hier das Kartenmaterial, was auf TomTom basiert, ist jetzt nicht so schick aufgelöst. Das könnte eine schönere Kartendarstellung in meinen Augen definitiv vertragen. Aber die Einstellmöglichkeiten hier über die Direktwahltasten mit den touchsensiblen Flächen, das ist wirklich sehr gut gelöst. Gefällt mir auch gut. Apple CarPlay oder Android Auto gibt es hier auch, aber nur über Kabel. Jetzt schaltet sich mein System auch ab. Mehr brauchen wir gar nicht gucken hier. Ich mache trotzdem jetzt mal den Motor für euch an. Also nicht wundern. Darunter haben wir dann ein klassisches Klimabedienteil, was ich sehr schätze, dass man hier immer noch direkt auf die Sachen zugreifen kann. Zwei Zonen Klimaautomatik haben wir hier. Wir können auch hier entsprechend die Temperaturen wunderbar mit diesem Kipp-Taster regulieren, haben auch große Tasten, wo wir dann auf die Lüftung zugreifen können. Dann haben wir hier die schmale Ausführung der Mittelkonsole. Es gibt auch optional eine durchgängige Mittelkonsole. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Da gibt es dann noch mehr Ablagemöglichkeiten. Die ist aber dann auch entsprechend nur für die Automatikversionen erhältlich. Dann gibt es auch keine manuelle Handbremse, die wir hier haben, sondern dann gibt es eine elektrische Handbremse, also die ist optional erhältlich. Was serienmäßig kommt, ist hier eine 12-Volt-Buchse und USB haben wir leider nur einen Anschluss und der ist wirklich hier oben. Das finde ich einfach ein bisschen zu wenig, das ärgert mich auch im Alltag, da hätte ich gerne eigentlich noch eine zweite USB-Schnittstelle.
Ja, ich weiß, man kann den 12-Volt-Adapter da unten nutzen, aber so wirklich ideal ist das halt auch nicht. Dafür ideal zusätzliche Staumöglichkeiten hier oben. Also das ist so wirklich klassisch Nutzfahrzeug. Hier oben kommen die ganzen Dokumente rein. Die liegen da oben drinnen und können von hier aus auch gut beobachtet werden. Beleuchtete Make-up-Spiegel hier an der Fahrerseite, an der Beifahrerseite gibt es aber keinen. Und jetzt würde ich wirklich sagen, genug diskutiert hier im Innenraum. Lasst uns endlich auf die Straße und die zwei Hochdachkombis fahren. Den Anfang macht der Opel Combo. Er zeigt sich wirklich von einer sehr, sehr komfortablen Seite. Das Fahrwerk schluckt unheimlich viele schlechte Unebenheiten aus der Fahrbahndecke heraus. Also man fühlt sich hier drin wirklich gut gekapselt oder fast schon zu sehr entkoppelt auch von der Straße, denn die Lenkung ist sehr leichtgängig, vielleicht auch ein bisschen indirekter ausgelegt. Dafür ist es akustisch hier drinnen etwas hellhöriger. Man hört Abrollgeräusche doch gerade im Stadtverkehr deutlich präsenter. Windgeräusche aber sind gut gedämmt. Also eher hier so ein bisschen geht es auf Abrollgeräusche, die hier im Innenraum eher durchdringen. Assistenzsysteme bietet der Opel Combo auch eine Vielzahl, ob Querverkehrswarnung oder Notfallbremsassistent, adaptiven Abstandsregeltempomat, tote Winkelüberwachung oder aber die aktive Spurführung. Das alles vorhanden, aber nicht so weit, dass wir schon teilautonom hier unterwegs sein können. Nein, die Systeme arbeiten hier unabhängig voneinander und nicht direkt miteinander vernetzt. Doch jetzt schauen wir einfach mal, was kann der Caddy? Direkten Umstieg vom Opel Combo in den Caddy. Was fällt als erstes auf? Als erstes fällt auf, ich fühle mich in dem Wagen mehr integriert in das Gesamtfahrzeug beim Fahren. Das Fahrzeug gibt mir insgesamt viel mehr Feedback. Das heißt also, ich habe in der Lenkung, die Lenkung ist sehr direkt ausgelegt, ist zwar leichtgängig, aber ich habe einen sehr schönen Fahrbahnkontakt. Das Fahrwerk ist aber deutlich straffer abgestimmt als im Combo. Das merkt man vor allem, wenn der Wagen unbeladen ist mit der Achse hinten. Die neigt dann schon so ein bisschen zum Poltern auf Querfugen oder auf aufeinanderfolgenden Unebenheiten. Das kann der Combo deutlich besser unbeladen. Wenn der Caddy aber voll beladen ist, dann wird das Ganze deutlich verbindlicher. Dann ist es auch wirklich komfortabel zu bezeichnen. Auf der Autobahn liegt der Caddy auch merklich straffer, ruhiger. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten fühlt sich der Caddy einfach mehr Pkw ähnlich an, als es der Combo hat. Der Combo ist halt der klassische Franzose, der so ein bisschen gerne weich nachfedert. Der Caddy eher das deutsche, technokratische, direktere Fahrzeug, was auch einen Ticken Fahrspaß vermitteln möchte, und das kann der Caddy wirklich gut. Also für den, der mehr Fahrspaß oder Fahren erleben möchte, der ist mit dem Caddy hier sicherlich besser bedient. Auch beim Thema Assistenz kann der VW Caddy wirklich noch mal einen oben drauf legen und eine hohe Kompetenz vor allem auch aus dem Pkw-Bau nutzen. Er basiert ja auf der MQB-Plattform, wo auch der Golf 8 drauf baut, und aus dem
Aus der Plattform kann er sich auch alle Assistenzsysteme rausziehen, allen voran den sogenannten Travel Assist, der alle Assistenzsysteme ineinander vereint und dann das teilautonome Fahren nach Level 2 ermöglicht. Das heißt, das Fahrzeug kann die Spur aktiv halten in Verbindung mit der Abstandsregelung und auch einen Stauassistenten umsetzen, sodass dann eben im Stau wirklich teilautonom hinter dem Vordermann hergefahren werden kann. Hier ist also der VW auch dem Opel nochmal einen Schritt Modernität voraus und zeigt sich hier vielleicht einfach nochmal, ja, einen kleinen Schritt eben vor dem Opel Combo. Opel Combo oder VW Caddy. Opel gegen Volkswagen, ein ewiger Zweikampf, der sich auch hier bei den Hochdachkombis durchzieht. Die Frage ist ja, welchen soll man denn nehmen? Ich bin der Meinung, dass diese Frage gar nicht so einfach zu klären ist. Denn es gibt einen nicht unerheblichen Preisunterschied, um den gleich mal vorwegzunehmen. Ähnlich ausgestattet liegt der Caddy 8.000 bis 10.000 Euro über dem Opel Combo. Ob er das jetzt so wert ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich sage aber, dass der Caddy zu Recht einen höheren Preis aufruft, da er insgesamt das nochmal praktischere Auto ist, das nochmal modernere Auto und vielleicht auch das fahraktivere Auto schlicht am Ende. Vielleicht auch das cleverere Auto, weil eben die Assistenzsysteme schon nochmal so eine gefühlte Modellgeneration moderner sind. Aber der Combo macht vieles schon so gut für den Alltag von Familien, dass man sich durchaus die Frage stellen kann, reicht denn nicht eigentlich der Opel Combo komplett aus? In meinen Augen ja. Wenn man jetzt die Antriebe vergleicht, vielleicht ist das so ein bisschen auch ein entscheidender Punkt. Den Opel Combo, den bekommt ihr mit zwei Dieselantrieben, 102 PS oder 130 PS als Handschalter. Dann gibt es noch einen 110 PS Dreizylinder Benziner oder 130 PS Dreizylinder Benziner. Wohlgemerkt den 130 PS nur mit Automatik, den 110 PS nur mit Handschaltung. Beim Caddy sieht das Ganze dann schon ganz anders aus. Ihr habt insgesamt drei Dieselmotoren, 75 PS, 90 PS, 122 PS, einen TSI mit 114 PS, eine Erdgasvariante mit 130 PS. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es den Caddy noch als E-Hybrid-Variante geben, also als Plug-in-Hybrid, während der Opel Combo gerade als vollelektrische Variante auf den Markt kommt. Also vielleicht auch das ein Thema, vollelektrisch geht hier nur mit dem Combo, Plug-in geht maximal dann mit dem Caddy. Jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir unten in die Kommentare, für welchen würdet ihr euch entscheiden, warum würdet ihr euch für den jeweiligen entscheiden, und ich sage vielen lieben Dank fürs Reinklicken bei diesem Video. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.